will meine Lippenstifte aussortieren. Das wird mir gar nicht leicht fallen, habe ich das Gefühl. Das wird mir wirklich, wirklich, wirklich nicht leicht fallen. Ich habe doch gerade gesehen, dass da ein Nagellackentferner drin ist. Tja, da hat man ein Schema, oder? Ein kleines, schlampiges Schema. Okay. Ich versuche so gut es geht, ein paar auszusortieren. Ich bin nicht so motiviert, die Lippenstifte auszusortieren, weil das doch meine Lieblingssachen sind. Ich habe auch die MAC da hinten, die sortiere ich auch auf gar keinen Fall aus, aber ja, schauen wir mal, was ich da ausmisten kann. Ich glaube, dass der fliegen wird, oder? Ich weiß nicht. Ich finde sowas eigentlich noch schön, aber ich weiß nicht, ob sowas mir steht. Ich lasse ihn noch auf der Seite. Das fängt schon gut an. Welche ich auf jeden Fall nicht aussortiert. Das ist auch leer, merke ich gerade. Warum ich da die leere Verpackung in der Sammlung habe, weiß auch keiner, oder? Ich glaube, der steht aber da auf der Seite. Ja, der ist hier. Der kommt auf jeden Fall nicht weg. Den werde ich auch in die Verpackung wieder stopfen. So, das ist von The Balm. Sorry, habe ich euch jetzt gar nicht genau erzählt. Das ist von The Balm, der Dotting. Der sieht so aus. Ich glaube, den habe ich auch noch nie verwendet. Seht ihr das? Welchen ich auch nicht hergebe, ist von Kat Von D, heißen die, glaube ich. Da habe ich ja noch mehrere. Aber ich zeige euch jetzt halt mal nur die, die in meinem Backup-Kasten war. Ich weiß nicht, irgendwo müssten da in meiner ganzen Wohnung noch mehr rumfliegen. Das ist einmal der hier. Den werde ich auf jeden Fall nicht weggeben. Das ist so ein dunkellilaner. Ich habe irgendwo noch welche, aber ich weiß nicht, wo ich die hintern habe. Das ist, weil... Fangen wir lieber gar nicht davon an. Ein Shiseido Lippenstift habe ich auch. Den werde ich auch nicht weggeben, weil Shiseido habe ich nicht so viele. Das ist so ein richtig geiler. Schaut euch den an. Der ist mega. Ich meine, ich habe genug Rottöne, aber vielleicht kann ich mich dann von ein paar anderen Rottönen trennen. Aber von den Shiseido werde ich mich sicher nicht trennen, weil ich habe keine Shiseido Lippenstifte. Das ist mein erster. Den habe ich ja öfter, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. 19, 20. Nein, ich habe ganz viele Lavera Lippenstifte und ich bin mir nicht sicher, ob ich die behalten soll. Aber der schaut echt schön aus. Da bin ich mir noch gar nicht sicher. Ich habe dann noch mehr. Einmal habe ich noch... Der schaut aber eigentlich fast gleich aus. 19. Der sieht so aus. Schaut eigentlich fast so aus wie der 20er, aber okay. Und einmal den hier habe ich noch. Die sind doch noch komplett neu, wie ihr seht. Lassen wir die noch. Ich glaube, da wird nicht viel fliegen. Ich hoffe zwar, aber ich glaube nicht. Ich habe ganz, ganz viele von The Balm noch. Einmal den... Oh Gott, ich kann das gar nicht aussprechen. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ich hoffe, ich wackel nicht so viel. Den habe ich noch. Dann, da habe ich mir die ja damals gekauft, wie die reduziert waren. Den Sentimental habe ich noch. Und den Faithful. Sentimental sieht so aus. Das ist eher so ein Pink. Warum ich die nicht verwende, verstehe ich nicht. Weil die sind eigentlich sehr schön. Den Faithful, glaube ich, heißt der. Das ist so ein dunkellila. Auch schön, aber... Ja. Welche ich auch nicht hergeben will, weil ich mag die, du gibt's aber nicht mehr, sind die Love. Ich meine, davon ist einer komplett noch zu. Den habe ich sehr, sehr oft getragen. Sehr, sehr oft ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Den habe ich schon ein paar Mal getragen. Das ist dieser extrem flippige Orangene. Ja, dann, ich glaube, den habe ich öfter. Vielleicht gebe ich den weg. Den überlege ich auch, ob ich weggib. Also den könnte ich meiner Nichte schenken, weil ich werde das eh nie verwenden. Das ist von Alessandro, so ein komisches Ding. Den gebe ich auch weg. Den habe ich schon ewig. Den weiß ich auch gar nicht, ob der noch gut ist, ehrlich gesagt. Weil den habe ich schon sehr, sehr lange und mir immer einbildet, ich mache ihn leer. Und der stinkt auch schon. Den werde ich wegschmeißen. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass da viel fliegen wird. Sag's euch ganz ehrlich. Ich bin so ein kleines Lippenstiftopfer. Das ist ja auch ein sehr alter, aber den will ich auch nicht weggeben. Das war mal ein Geschenk vom Douglas. Das ist der Lady Million. Der sieht nämlich so aus wie ein Stein, also wie so ein Kristall. Den werde ich auch nicht weggeben. Er riecht schon ein bisschen komisch, aber... Ich habe den eh noch nie verwendet. Ich glaube, da werde ich aber einen weggeben. Das ist dieser Watermelon Lipgloss von Manhattan. Da werde ich einen aussortieren, einen noch behalten. Dann, ja, die,
Die werde ich auf jeden Fall auch nicht weggeben. Den habe ich auch, glaube ich, noch nie verwendet. Das ist so ein rosaner Lippenstift von Lancôme. Die Verpackungen schauen ja gar nicht mehr so aus. Die haben ja früher so ausgeschaut, die schauen gar nicht mehr so aus. Das war der Rose Chimere. Sollte ich auch mal verwenden. Ne? Den gebe ich auch nicht her. Das ist von NYX, so ein Nude Lippenstift. Auch noch komplett unbenutzt, wie ihr sehen könnt. Also viel wird da nicht fliegen. Bei dem bin ich mir noch nicht sicher. Das ist so ein alter Yves Rocher. Aber der ist noch komplett verschweißt. Ja, bin ich nicht sicher und gebe ihn in die Behalten-Kiste. Finde ich super. Da ist ein 19er. Ich habe den aber vorher schon in der Hand gehabt. Von La Vera. Ja, da habe ich doppelt. Kommt weg. Der kommt weg. Den habe ich doppelt. Also den brauche ich wirklich nicht. Den brauche ich wirklich nicht doppelt. Dann habe ich dann noch einen La Vera. Der schaut aber schön aus. Der sieht so aus. Die La Vera könnte ich auch in der Arbeit dann verwenden, wenn die unter der Maske halten. Noch ein Yves Rocher. Den gebe ich auch nicht her. Das ist von Essence einer. Den mag ich nämlich voll gern, auch von der Farbe her. Die gibt es ja nicht mehr, leider. Das war einer von diesen Matt, 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 wenn ihr die noch kennt. Die gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Sollte ich vielleicht auch mal benutzen. Was ich alles benutzen will, Manhattan, den habe ich mir doppelt gekauft, weil ich den unbedingt bunkern wollte. Und jetzt seitdem trage ich ihn nicht mehr, auch deppert, oder? Ich glaube, dann gebe ich einen weg. Ich weiß gar nicht, ob der noch normal riecht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben so gerochen damals, aber ich bin mir nicht sicher. Machen wir den zweiten auf. Ja, ich glaube, die haben so extrem gerochen. Ich überlege gerade, ob ich da einen weggeben soll. Aber die lege ich noch kurz auf die Seite. Ich habe da noch einen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe den dreimal. Ach du Scheiße. Da ist schon wieder so ein... Aber ich habe den auch, glaube ich, doppelt. Da habe ich einen in Verwendung gehabt. Den muss ich auf der Seite lassen. Ich bilde mir ein. Den habe ich doppelt. Was mache ich jetzt mit dem da? Der ist noch komplett verschweißt. Und ich weiß auch gar nicht, wie die Farbe ausschaut, weil... Ich weiß nicht, mach mal auf. Jetzt weiß ich ja nicht, ob ich ihn behalten soll oder nicht, wenn ich ihn nicht aufmache. Oh, das ist so ein Lip Balm, glaube ich. Ja, das ist nur so ein Lip Balm. So ein Orange, was man nicht so gut erkennt. Okay, man kann ihn schon ein bisschen erkennen. Tja, ich glaube, ich werde den behalten. Vielleicht schaue ich, dass ich den in der Arbeit auch verwende. Das Blöde ist, man kriegt mehr in der Arbeit leer als... Also den gebe ich auf gar keinen Fall her. Den habe ich ja von der Vivi zum Geburtstag bekommen. Das ist der Charlotte Tilbury Lippenstift in Red Carpet Red. Den gebe ich fix nicht her. Ich meine, schaut euch mal die Verpackung an. Da brauchen wir gar nicht diskutieren drüber. Der bleibt fix in meiner Sammlung. Ich habe den noch gar nicht verwendet. Traue mich nämlich nicht. Aber eigentlich sollte ich schon ein bisschen mehr weggeben, weil ich mir ja die drei neuen L'Oreal gekauft habe. Also da bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube, den werde ich leider aussortieren müssen, weil ich bilde mir ein, dass ich davon die Krätze gekriegt habe. Obwohl die Farbe schön war. Aber ich bilde mir ein, dass ich... Ich weiß nicht. Das war nämlich ein Tester. Und ich bilde mir ein, dass ich da... so ein bisschen die Fieberblasen und so gekriegt habe davon. Ich lege den mal auf die Seite. Bis jetzt habe ich nur einen, gar nicht wahr, vier insgesamt aussortiert. Den werde ich auch nicht hergeben. Das ist der Alice im Wunderland Lippenstift. Den habe ich mir mal beim Primark gekauft. Okay, aber Lipgloss können wir wenigstens ein paar aussortieren, oder? Ich meine, ich habe den zweimal. Den könnte ich ruhig einmal aussortieren. Den mochte ich aber früher voll gerne. Aber was bringt mir das, wenn ich es aufhebe, wenn ich es eh nicht verwende? Den gebe ich nicht her, das ist der Lancôme, den habe ich vor kurzem auch öfter in Videos tragen. Die Lip Cream von NYX gebe ich auch nicht her. Ich weiß gar nicht, welche Farbe das ist, aber das steht gar nicht drauf. Interessant, gebe ich aber nicht her. Den gebe ich auch nicht her, das ist von... Ich glaube, den hat man mal irgendwer mitgebracht. Von
Too Faced, gibt es überhaupt noch diese Matten? Ich habe welche vergessen. Ich muss euch die dann auch noch unbedingt zeigen. Der ist ja auch geil. Ach Gott, ich wünschte, ich könnte mehr aussortieren. Also könnten. Können würde ich, aber... Okay, machen wir so. Ich gebe von denen einen weg, weil ich habe noch einen zweiten. Die verwende ich eigentlich auch nie, wenn wir mal ehrlich sind. Die könnte ich auch der Celine schenken. Ich mochte die eigentlich, aber ich verwende sie nicht. Also für was soll ich sie dann aufheben? Den habe ich ja auch nie benutzt. Der ist noch komplett neu. Werde ich mir aber noch lassen. Was ich auch auf jeden Fall lassen werde, den habe ich mal von der Arbeit bekommen, ist so ein Tom Ford Lippenstift in Mini. Ach, schaut euch das an. Den werde ich auf jeden Fall auch lassen. Das ist auch noch so ein schönes Nude. Toll. Genau meine Farbe. Den werde ich auf jeden Fall auch lassen, versteht sich. So. Aber dann werde ich das weggeben. Weil ich kann den eh nicht verwenden, wenn ich glaube, ich kriege davon die Krätze, dann haue ich den weg. Dann werde ich den... Davon werde ich, glaube ich, auch zwei weggeben. Von diesen Nude-Farbenen da. Ich glaube, die zwei neuen werde ich weggeben und den angefangten lasse ich mir. Das ist der angefangte. Das ist der neue. Und das ist der neue. Genau. Dann den... Ich bilde mir ein, ich habe den nochmal von Lavera. Deswegen gebe ich den weg, oder? Oh ja, ich habe den oben gehabt, das weiß ich. Ich muss ihn nur suchen. Dann habe ich da noch einen Lavera, die Nummer 29. Ah, da ist er. Ich habe ihn gefunden. Den lassen wir natürlich, weil den habe ich ja verwendet. Irgendwie kann ich mich von dem nicht trennen. Das ist der, den ich eigentlich aussortieren wollte. Ich glaube, ich lasse mir den. Dann, was haben wir dann noch? Meine Hand fängt an zu jucken. Den gebe ich auch nicht her. Ich glaube, das ist der mit dem schönen Design, oder? Nein, nicht einmal. Aber das haben wir mal von der Schulung... Boah, jetzt knallt die Sonne da rein, sorry. Den haben wir mal von der Schulung bekommen, deswegen werde ich den fix nicht weggeben. Das ist von Lancôme. Schaut ein bisschen aus wie diese Yves Saint Laurent, diese Rouge Volupté, oder? Aber das sind die... Mademoiselle Shine heißen die. Und die finde ich echt gut. Ja, was haben wir dann noch? Den habe ich ja vom Adventkalender, den werde ich auch nicht weggeben. Das ist von Clinique, ein Lippenstift. Dann haben wir da noch einen Lipgloss, den ich auf jeden Fall an Lynn geben werde. Was ich an Lavera Lippenstifte habe, verstehe ich nicht. Ich glaube, die haben wir mal von der Arbeit mitnehmen dürfen und deswegen habe ich so viele davon. Ich weiß nicht... Oh ja, ja, der ist von der Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich den behalten soll. Ich glaube, ich lasse ihn mir noch. So wie den Velvet Matte Lip Cream von Miss Lean, den lasse ich mir auch noch. Viel aussortiert habe ich aber nicht. Den Mini Lip Gloss von Clinique lasse ich mir auch noch. Der war auch im Adventkalender. Die überlege ich, ob ich die nicht weggeben soll. An die Back to Mac Kiste, weil ich kann die eh nicht mehr verwenden. Und nur wegen der Verpackung aufheben, ist auch ein bisschen doof, oder? Ich meine, es ist schade, dass ich... Sie riechen noch normal. Ich kann mich von denen noch nicht trennen. Ich weiß, ich bin nur messy. Aber ich kann nicht. Was soll ich machen? Den finde ich gut. Den werde ich auf jeden Fall aufheben. Das ist der da. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Das waren diese Less Chocolates von L'Oreal. Boah, der riecht so geil. Der riecht so geil. Den habe ich mal im Live-Video oben gehabt, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Zu Halloween war das, glaube ich. Mein Mann geht mir so wurscht. Der knurrt sich hier weg. Dann habe ich noch so viele in Verpackungen, ein paar Lippenstifte und Lipgloss. Den will ich auch nicht hergeben, der heißt Snake Bite. Der tut so ein bisschen die Lippen optisch größer machen. Was ich auch nicht weggeben will, ist der da von Catrice. Das ist so ein Glitter-Lip-Topper. Den habe ich mir erst vor kurzem ausgesucht, will ich auch nicht unbedingt hergeben. Könnte ich nämlich irgendwann mal in der Arbeit verwenden, wenn ich meinen Arsch in Gang kriege. Ich sollte da so eine Kiste draus machen, oder? Was ich für die Arbeit verwende und was ich zu Hause verwende. Dann habe ich hier den Yves Saint Laurent, den werde ich auf jeden Fall auch nicht weggeben, weil ich meine, ist zwar wieder ein Rot, aber will ich nicht weggeben. Ihr kennt es mich schon mittlerweile, oder? Yves Saint Laurent wird nicht weggegeben. So sieht die Verpackung aus. Mega. Mega, mega, mega. So, dann habe ich hier noch einen von Catrice und den habe ich doppelt. Werde ich aber auch nicht weggeben, weil der limitiert ist. Ein paar habe ich noch, dann haben wir es geschafft. Ich habe da noch so ein Mini-Clinique. Oh, der blendet euch voll.
So sieht er aus. Gebe ich natürlich auch nicht weg. Von diesen Mini-Lippenstiften Yves Saint Laurent habe ich nämlich auch. Ich glaube, den haben wir mal auf einer Schulung gekriegt. So sieht er aus. Der ist so süß. Dann habe ich da noch so eine... Also einmal so einen ganz, ganz alten Yves Rocher. Den gebe ich aber auch nicht weg, weil das war einer meiner Lieblinge. Ich sollte mal... Ich muss mir was einfallen lassen, weil es ist trotzdem noch genug, sehe ich gerade. Dann habe ich noch so eine Palette von Maybelline. Die will ich auch nicht unbedingt weggeben. Ich finde die nämlich interessant. Das sieht nämlich dann so aus. Das habe ich mal von der Arbeit zu Weihnachten gekriegt. Die Farbe heißt 05 Passionate oder so. Da unten steht es. Und ich habe das noch nie probiert. Und ich überlege, ob ich das mal ausprobieren soll. Es schaut gar nicht so schlecht aus. Das haben wir nämlich mal von der Arbeit gekriegt, wie man unschwer erkennen kann. Das war mal zu Weihnachten. Da habe ich mich auch gefreut drüber. Habe es aber noch nie verwendet. 4, 5 noch, dann haben wir es. Also ich habe 3 Lipgloss von Clinique, die gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Das waren diese Clinique Pop, die ich mir mal mit meinem Geburtstagsgutschein gekauft von Müller, weil ich habe damals von den Mädels einen Gutschein gekriegt, ich habe die noch nie verwendet, glaube ich. Für was ich mir die dann damals gekauft habe, verstehe ich nicht. Dann habe ich noch so ein Lila. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und noch so ein Braun, glaube ich, ist das. Ja. Das ist so schade. Das ist so schade, warum ich die nie verwendet habe. Einen Lancôme, das ist der mit dem mega geilen Verpackungsdesign. Guckt euch den an. Den habe ich mal von der Schulung gewonnen, glaube ich, oder gekriegt. Der ist so schön. Der ist so schön. Da muss man nämlich da oben drauf drücken, damit der Lippenstift rauskommt und dann... Und die Verpackung von dem Lippenstift, also die, ich bin hin und weg, ich liebe diesen Lippenstift. Ich habe schon gedacht, ich habe ihn irgendwo anbaut, aber da ist er eh. Ich finde den so schön, ich habe den noch nie verwendet. Ich finde den aber so, so schön. Das dürfte so ein limitierter mal gewesen sein, weil ich meine, die Verpackung, mega. Der hat geheißen Coral Marble. So schreibt man es, ich hoffe, ihr könnt es, ja, so könnt ihr es sehen, glaube ich. Ich finde den so geil, der ist so schön. Ich will ihn nicht weggeben oder benutzen. Eine Velvet Cream von Yves Saint Laurent habe ich noch. Ich frage mich, warum ich die Sachen nicht verwende. Der sieht so aus. Der schaut mega aus. Ich meine, der schaut leider so ähnlich aus wie der von L'Oreal, den ich habe. Aber nur so ähnlich, hoffe ich mal. Ja. Also viel habe ich jetzt nicht weggeben, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist das, was ich weggebe. Ein paar Lavera, meine Essenz. Dann den schmeiße ich ja weg und den leider auch. Aber ich habe Angst, den weiter zu benutzen. Ich bilde mir nämlich ein, ich habe da voll die Ausschläge und so gekriegt. Und den bin ich mir noch immer nicht sicher. Ich glaube, ich werde den ein-, zweimal verwenden und dann entscheide ich noch. Weil normal riechen du dann auch und der war ja aus so einer Limited Edition. Ich werde den noch benutzen und dann entscheide ich, ob ich den weggebe oder nicht. Kommt drauf an, wie auf den Lippen sich verhält. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist noch ganz schön viel übergeblieben. Ganz, ganz viel. Und ich habe 2 vergessen, sehe ich gerade. Moment. Es waren sogar mehr als 2. Ich habe da noch einen Cat von Die, das ist der Lovesick. Der sieht so aus, so drin, ja. Ich kann mich von diesem Cat von Die nicht trennen. Ich habe aber, glaube ich, noch einen dritten auch. Das ist ja dieser helllilane. Und ich habe aber, glaube ich, noch einen dritten auch irgendwo. Einen Nude-farbenen habe ich, glaube ich, auch noch. Aber ich weiß gar nicht, wo der ist. Ich weiß echt nicht, wo der ist. Ich bin mir ehrlich, ich habe noch so einen ganz, ganz tollen Nude-farbenen. Aber ich sehe den nirgendwo. Ich habe sogar noch welche gefunden. Bei mir ist das Problem, dass das wirklich überall rumliegt. Und ich muss mir in den Arsch treten und ein paar leer machen. Ich glaube, das wird sehr schwer werden. Oder vielleicht mache ich das in ein paar Monaten wieder und versuche mich zu trennen von welchen. Ich meine, jetzt habe ich ja wirklich nur noch die, die ich gerne, außer diese Disney. Da muss ich überlegen, ob ich die nicht doch raussortiere.
Aber vielleicht seht ihr die ja dann im aussortierten Video. Mal gucken. Ich habe da auf jeden Fall noch die von Too Faced, die was ich mir mal zu Weihnachten gekauft habe. Die vier sind das. Da fehlt der Nude-Farbene schon wieder, da müsst ihr den in deiner Handtasche rumfliegen. Die benutze ich auch sehr gerne und die würde ich auf gar keinen Fall weggeben. Ihr seht euch, die Verpackung sogar noch, so ein Chunky bin ich. Und einen Clinique-Lippi habe ich noch gefunden. Das ist so ein rosaner. Ist auch eigentlich schön. Aber das Problem ist halt, dass ich immer nur dieselben zurzeit verwende. Und die meisten sind noch gar nicht verwendet, wie ihr gesehen habt. Ich habe sogar ein paar MAC-Lippenstifte, die gar nicht verwendet sind. Also ich muss mir wirklich in den Arsch treten und ein paar Sachen verwenden. Irgendwie will ich jetzt gar nicht aufhören zum Aussortieren. Irgendwie will ich noch weitermachen. Und irgendwie will ich die Lade ein bisschen umschlichten, wenn ihr mich auch ein bisschen nervt. Weil ich so schlecht an meine Sachen rankomme. Aber mal gucken, wie ich das mache. Mal gucken. Irgendwie nerven mich meine Haare in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ich habe so Haarausfall, das merkt man voll. Das ist so wenig in letzter Zeit. Ich weiß nicht. Und die sind so... Ich weiß nicht. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber die fühlen sich auch voll eklig an. Wenn ich sie mir nicht jeden Tag waschen würde, wären die immer ekelhaft. Aber, jo, ein bisschen deprimierend. Jo, ich beende mal das Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich habe jetzt nicht wirklich viel aussortiert. Ich bin eben ein bisschen enttäuscht von mir. Aber vielleicht wird es ja noch mehr werden. Ja, vielleicht wird es ja noch mehr werden. Ich muss mir echt in den Arsch treten. Vielleicht ein paar Sachen aufbrauchen. Jetzt habe ich eh, glaube ich, einen Lippenstift habe ich eh in der Arbeit, den ich jetzt brav verwende wieder. Wenn der dann leer ist, suche ich mir den nächsten aus. Also ich muss mir ein bisschen Druck machen und in den Po treten, dass ich ein paar Sachen leer kriege. Und was gut wäre, wäre ein Kaufverbot. Lippenstifte darf ich mir aber jetzt wirklich gar keine mehr kaufen. Und auch am besten keine mehr mitnehmen. Weil die Lavera, die haben wir ja von der Arbeit gekriegt. Und am besten ist, ich nehme die auch nicht mehr mit. Aber wenn ich da keine verwende, wenn die neu sind, werde ich die... Sorry, jetzt blendet voll die Sonne rein. Werde ich die sicher demnächst aussortieren. Den finde ich auch doof, dass ich mich von denen nicht drehen kann, weil ich mochte den so gern früher. Ich habe den voll gerne benutzt. Und habe mir den auch zeitweise immer gratis holen können. Ich habe den auch einmal komplett leer gemacht, was ich weiß. Rose Poudre heißt der nämlich. Und den auch, den goldenen von dem Frosch, wenn ich den jetzt auf die Schnelle finde. Nein. Da ist er. Den mochte ich auch so gerne. Den habe ich wirklich gerne verwendet. Aber mal schauen. Vielleicht bringe ich mich dazu, die zu benutzen. Mal gucken. Ich muss jetzt aufhören, Videos zu drehen, glaube ich, bei mir knallt. Ich meine, wir haben es auch relativ früh. Es ist spät, wollte ich schon sagen. Wir haben es auch relativ früh. Es ist erst 10:30. Aber ja. Was soll ich euch sagen? Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr aussortiert habe. Ich kann mich von den meisten Sachen einfach nicht trennen. Ich wusste, dass Lippenstifte schwer wird. Dass Puder und so nicht so schwer wird, das habe ich mir eh schon gedacht. Und Bronzer, dass ich mich da leichter drehen kann. Aber bei Lippenstifte wusste ich, dass das nichts wird. Das wusste ich schon. Das ist nichts Neues. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!